Die sehen aus wie tote Ritter. Hey, Moment! Wenn sie reden, dann sind sie nicht tot. Von dem stehenden Gewässer kommt ein furchtbarer Gestank. Und all die Fliegen. Mir ist nicht so gut. Wer auch immer diese Laterne hier aufgestellt hat, war ziemlich schlau. Die Bäume hier sind krumm und verwachsen. Muss wohl an dem Lichtmangel liegen. Diese Wachen sehen ja ganz schön fies aus. Ich passe besser auf, dass sie mich nicht bemerken. Nee. Könnt ihr denn nicht einfach die Klappe halten? Diese beiden Sachen kann ich nicht zusammen benutzen. Nö. Hey Junge, wie wär's denn, wenn du dir mal diese Musik anhören würdest? Vielleicht kriegst du so ein paar neue Ideen für andere Rhythmen auf deiner Trommel. Geh mal zur Seite, ich zeig es dir.
Ich habe einen neuen Rhythmus gelernt. 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 Naja, in Ordnung. Ich muss zugeben, ihr seid begabt. Und jetzt probier du mal. In Ordnung, Miss. Die Götter waren gnädig und haben mir einen Aufschub vergönnt. Sie haben der Trommel einen neuen Rhythmus geschickt. Hallo, ich bin Sunny. Wie geht es Ihren Kopfschmerzen? Sie werden schon besser. Ist dieser Rhythmuswechsel euer Verdienst? Sicher. Ich habe ihm gezeigt, wie man die Rhythmen interessanter macht. Ihr seid ein wahrer Engel. Das sagen Sie bestimmt nur wegen meiner tollen Haare. Es geht eben nichts über einen regelmäßigen Salonbesuch, wenn man auf seine Frisur achten will. Sicher, sicher. Aber wollt ihr nicht in meine Hütte eintreten, sodass wir uns ein wenig unterhalten könnten? Bitte setzt euch doch. Aus dem Kessel stinkt es ganz übel nach Fisch. Diese Pflanze sieht genau aus wie die drei anderen, außer dass sie blau ist. Diese rote Pflanze erinnert mich an Rosen. Mom liebt ja Rosen, aber Dad vergisst immer, ihr welche zu kaufen. Diese Pflanze riecht sehr gut. Die benutzt man bestimmt zum Kochen. Diese Pflanze verströmt einen starken, aber sehr angenehmen Duft. Das erinnert mich an einen Film, den ich und Kimberly uns mal ausgeliehen haben. Die Attacke der furchtbaren Riesenkrabben aus den vergessenen Untiefen. Der war so kitschig, dass er schon wieder klasse war. Sieht aus wie ein Weidenkorb. Mein Fehler ist ein Fliegenfänger. Was für eine coole Handtasche! So eine würde ich mir direkt kaufen, wenn sie ein gut sichtbares Designer-Label hätte. Hier ist ein schwerer Vorhang, damit man im Schlafzimmer seine Ruhe hat. So richtig schalldicht ist er aber nicht. Und ich dachte immer, Eisbären in den Tropen gibt es nur im Kopf eines verrückt gewordenen Schriftstellers. Schätze, damit lag ich wohl falsch. Hier ist ein Bild von Häuptling Bajari und einer jungen Frau.
Ich habe noch nie so viele Totenschädel gesehen wie hier auf der Insel. Das sind die sterblichen Überreste von Häuptling Vajaris vorheriger Frau, die er in seiner Nähe haben wollte. Wie sich wohl seine jetzige Frau dabei fühlt. Nimmt auf jeden Fall weniger Platz weg als ein Sarg. Und so mitten im Wohnzimmer sorgt sie auch bestimmt für genug Gesprächsstoff. Diese Teppiche haben wunderschöne Farben und Muster. Ich kenne Innenarchitekten, die dafür ein Vermögen zahlen würden. Häuptling Bajaris Thron ist aus ziemlich schwerem Holz gemacht. Ein faltbarer Liegestuhl wäre ja auch nicht ganz passend. Aus der Wasserpfeife kommt unangenehmer, schwerer Qualm. Davon wird mir ja ganz schwindelig. Sie sieht noch ziemlich jung aus, muss so in etwa in meinem Alter sein. Das ist Häuptling Bajari. Er regiert das Volk der Bajari. Häuptling Bajari! Bitte setzt euch, während wir reden. Hallo, ich bin Sunny. Wie geht es dir, Sunny? Häuptling Bajari, erklärt mir bitte, wozu dieses dauernde Trommeln gut sein soll. Atabey ist der Geist unserer Insel. Und mit jedem Tag, der vorübergeht, wird er schwächer. Die Energie des Rhythmus gibt ihm neue Kraft. Der Inselgeist schon wieder. Aber hilft ihm das denn wirklich? Die Schläge der Trommeln unterstützen die Rhythmen der Natur. Ist diese Frau eine ihrer Untertanen? Das ist Tana, meine Frau. Diese Palisade da draußen, wozu ist die da? One-Eye hat den Bau vor Jahren angeordnet. Wir halten auf seinen Befehl eine Anzahl Inselbewohner darin gefangen. Aber warum befolgen sie so einfach seine Anordnungen? Wenn wir es nicht tun, dann kommt One-Eye mit seinen Männern hierher und tötet mein ganzes Volk. Wenn er sie braucht, um die Gefangenen zu bewachen, dann kann er aber nicht genug Männer haben, um die ganze Insel abzudecken. Sie sollten die Inselbewohner dazu bringen, ihn zu stoppen. Nichts möchte ich lieber als das. Aber es ist leider unmöglich, alle miteinander zu koordinieren, ohne dass One-Eye davon Wind bekommt. Es muss einen Weg geben. Wenn euch ein guter Plan einfällt, dann lasst es mich nur wissen. Seien Sie nicht so herablassend. Ich finde schon einen Weg, um ihn aufzuhalten. Ich werde es Ihnen schon zeigen. Ich würde gern mit Miguel sprechen, dem Sohn des Bankiers. Das ist leider nicht möglich. Hey, ich habe Ihnen bei Ihren Kopfschmerzen geholfen. Da ist das doch wohl das Mindeste. Nun gut, aber es muss unser Geheimnis bleiben. Denn wenn One-Eye erfahren würde, dass ich euch ins Gefangenenlager hineingelassen habe, dann... Ich verstehe schon. Ciao. Mein Name ist Tana. Ich bin die Frau von Häuptling Bajari. Hallo, ich bin Sunny. Mir scheint, der Altersunterschied ist ziemlich groß. Bei unserem Volk ist das normal. Ziemlich fortschrittlich, wie? Du solltest mal bei Arabella auftreten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass du dich Häuptling Bajari gegenüber ziemlich unterwürfig verhältst. Er ist mein Häuptling und mein Ehemann. Es ist mir eine Ehre und ein Vergnügen, mich um all seine Bedürfnisse zu kümmern. Scheint, als müsste ich euch hier mal das Prinzip der Gleichberechtigung erklären. Natürlich erst, wenn One-Eye aus dem Weg geräumt ist. Kann ich euch um einen Gefallen bitten? Natürlich. Mein Mann hat schon bald Geburtstag. Könntet ihr mir etwas besorgen, das ich ihm schenken kann? Wäre es denn nicht persönlicher, wenn du selbst ein Geschenk für ihn auswählen würdest? Als Frau des Häuptlings darf ich das Dorf nicht verlassen. Ihr braucht hier aber wirklich eine Lektion oder zwei in Sachen Emanzipation. Was soll ich denn für ihn besorgen? Ein Anhänger wäre schön. Ich habe auch eine Goldmünze.
Okay, ich werde sehen, was ich tun kann. Hi Leute, könnt ihr mir vielleicht helfen? Sieht so aus, als wollten sie einfach nicht reden. Hallo, ich bin Sunny und ich suche nach Miguel, dem Sohn des Bankiers. Das bin ich. Wie kann ich denn einer so schönen Dame behilflich sein? Hier innerhalb des Lagers kann ich leider nicht viel für euch tun. Ihr Vater schickt mich. Er macht sich wirklich Sorgen um sie. Wie ihr sehen könnt, geht es mir recht gut. Ich habe ihrem Vater versprochen, dass ich ihnen helfe. Wir müssen einen Plan schmieden, wie wir sie hier rausbekommen. Nein, nein. Daran dürfen sie noch nicht einmal denken. Warum? Wollen sie denn für immer hier drin eingesperrt bleiben? Wenn ich fliehe, dann wird One-Eye auf tödliche Rache sinnen. Der Gedanke macht mir Angst, was er dann den Menschen antut, die ich liebe. Aber ich habe es ihrem Vater versprochen und ein Versprechen darf man nicht brechen. Dann bringt mir ein Blatt Papier und eine Schreibfeder und ich schreibe ihm eine Botschaft. Aber wie soll ich denn so mein Versprechen halten? Ihr tut es, indem ihr mir helft, ihm davon zu überzeugen, One-Eyes Zorn nicht auf sich zu ziehen. Okay, das scheint mir in Ordnung. Bevor ich jedoch die Botschaft schreibe, müsst ihr noch etwas für mich tun. Das hat Billy Archer an einem Samstagabend in seinem Pickup-Truck auch mal zu mir gesagt. Ich habe ihm aber auf der Stelle klargemacht, dass ich nicht die Sorte Mädchen bin, die sowas gleich beim ersten Date tut. Nein, nichts dergleichen. Ich möchte, dass ihr mir 6 Schildkröten vom Strand bringt. Wozu um alles in der Welt? Sie helfen gegen die Langeweile hier. Sie spielen zwar nicht ganz in der gleichen Liga wie die Hennen, aber Schildkrötenrennen kann auch ganz unterhaltsam sein. Vielleicht ginge es schneller, wenn ich einfach gleich... Bringt nur die Schildkröten, bitte. Okay. Diese Kerle da drüben, warum reden die denn kein Wort? Sie tragen gerade einen Wettstreit im Schweigen aus. Klingt wie ein albernes Spielchen für kleine Kinder. Es ist aber eine ziemlich ernste Sache. Der Erste, der redet, hat verloren und kriegt dafür eine Strafe. Was für eine Art Strafe denn? Meistens etwas ziemlich Übles. Zum Beispiel 1 Monat lang die Latrinen putzen oder so etwas. Da würde ich aber nicht verlieren wollen. Wie lange geht denn der Wettstreit schon? Er geht jetzt in die 4. Woche. Hallo, kannst du mich rauslassen? Sunny, du kommst mit uns mit. Was ist denn eigentlich los, Morgan? Na, sagen wir mal, ich benutze dich als Einsatz in einem Tauschgeschäft. Aber so geht man mit Menschen nicht um. Du hast noch eine Menge zu lernen über das Leben auf dieser Insel. Und ich dachte, du wärst meine Freundin. Carlo, schnapp sie dir und nimm sie mit.
Und wenn wir zurück sind, nimm endlich ein Bad, Carlo. Oh, mein Kopf. Was ist passiert? Wo bin ich?